zusammen und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Rumgucker und wir lassen uns heute auf ein neues Adventure ein, das da heißt Leaves. Und zwar, das ist ein Zweiteiler. Dies ist der erste Teil, Leaves the Journey. Es wurde von Daedalic herausge... ich spreche das bestimmt falsch aus. Ach, wen juckt's? Also, wurde von Daedalic ausgegeben und erschien im März 2017. So, ich spiele es zum ersten Mal. Ah, okay. Alles klar. Gut. Ja, Jungs. Hi. Moin. Was geht ab? Blöd. Also von diesem Baum sind die Blätter abgefallen. Hier unten haben wir ein Blatt. Und die Blätter sollen wir nun wiederfinden. Tada. Ein Blatt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95. Ich habe es gezählt. Okay. Da haben wir also ein Inventar. Das ist... Ah, ja. Okay. So können wir das Inventar öffnen. Alles klar. Und diese lustigen Gesellen hier sind... Unsere Kumpels, die machen bloß Party. Ich bin ziemlich sicher. Ich weiß nicht wieso, aber die quatschen ein bisschen viel. Hier unten, was kommt da rein? Hm, werden wir schon rausfinden. Es blinkt ein Pfeil ganz aufwendig nach links, ob wir dem mal folgen sollen. Ich bin mir nicht sicher. Plopp. Nee, das geht nicht. Okay, alles klar. So. Aha. Okay. Hier haben wir so eine Art Boot oder so. Der Mauszeiger leuchtet. Da haben wir jetzt mal den Haken genommen. Was ist denn das? Da ist der Haken. Ne, haben wir einen Haken. So, und was haben wir denn hier? Da ist da ein Baum drauf und Glöckchen. Und auch hier blinkt es ganz auffällig. Na, dann wollen wir doch mal gucken. So, Menü, Escape, M, Map. Zeig mal M. Ne, haben wir noch nicht gefunden, ne? Hier tippe ich mal drauf. Dann öffnet sich eine Map und... Okay, alles klar. Das ist der Kompass. Hossa! So, wir haben eine Map bekommen. Es ist natürlich die Frage, wo sind wir? Da? Nee, wohl kaum. In der Mitte? Auch nicht. Hier? Schwer zu sagen. Sehe ich es noch nicht oder wird nicht angezeigt, wo wir uns befinden? Also offensichtlich können wir schnell dahin springen. Nee, da sind wir ganz offenkundig nicht. Hier sind wir! Hey! Okay, alles klar. Zack, das ist schön. Ach doch, das ist der Baum. Natürlich. Wie doof, habe ich gar nicht erkannt. Grün markiert ist also, wo wir uns derzeit befinden. Okay. Escape, raus hier. Und jetzt sagt er mit Menü. Ne, Menü brauchen wir nicht. Die Musik ist nicht so laut. Es gibt keine. Haha. Und mit M kommen wir wieder in die Map zurück. Gut, alles klar. Ja, wie ihr seht, wir haben ein bisschen was zu erkundschaften. Boah, wir werden uns schon zu beschäftigen wissen, ne? Ach, und siehst du, hier wird auch immer angezeigt, welche Blätter da drin sind. Wie viele Blätter da drin sind. Alles klar, hier sind wir fertig. Das heißt, nichts wie weg. So, zurück. Und Hossa, wer hätte es gedacht? Jetzt kommen wir nach links und da war doch eben auch eine Abzweigung. Was ist denn das? Plopp. Wofür brauchen wir das? Keine Ahnung. Aber hier blinkt es nochmal. Und ein weiteres Blatt. Hey. So, okay. Das ist aber schon alles, ne? So, lass mal gucken. Ich würde es mir gerne nochmal ansehen. Nee, das nicht. Nicht die Map, sondern der Quatschblödsinn. Das Inventar hätte ich gerne nochmal gesehen. Was haben wir denn hier gesammelt? Das ist so eine Art Bohne und das ist so eine Art... Ja, keine Ahnung. Steingesicht? Gesicht? Weiß ich nicht. So, hier geht es nach links weiter. Wir können aber auch nach geradeaus gehen und kommen da endlich an unser erstes Rätsel. Okay. Offenkundig müssen wir diese Dinger hier wieder zusammenbringen. Oh. Es dreht sich aber immer nur rechts herum. Ja, alles klar. Und es scheint auch viele Gesichter hier drauf zu geben. Ah, die beiden Gesichtshälften gehören schon mal zusammen. Cool. Aber damit es gerade ist, vielleicht so... Dich hätte ich jetzt eher auf diese Seite gepackt. So ungefähr. Jetzt hat er den wieder verschoben. Okay, das kann ja heiter werden. So, Augen. Dich würde ich eher hier auf... Oh, nee, da, guck. Da kommen mehrere zusammen. Aber da ist noch nicht ganz klar. Ich erkenne nicht daran. Also ich hätte jetzt gesagt, es käme eher so hier so hin. Oder vielleicht sogar daran? Vielleicht sogar daran. Cool. Das ist ja doch ganz einfach. Okay, so. Ei, das nächste Gesicht. Und das Gesicht kommt so herum dahin. Ja.
Jetzt müssen wir nur noch den Rest aufteilen. Haha. So, mal sehen. Hier ist so ein Hutgedönse. Das hier könnte das Hutgedönse sein. Ja, passt. Cool. Hey, hey, hey. Voll der Flegel fliegt hier. Nee, voll der. Nee, egal, vergiss es. So, aber wie geht's denn hier jetzt weiter? Du kommst doch bestimmt eher Richtung nach unten. So, jetzt verschiebt er die natürlich alle wieder. Irgendwie so hier so. So da so. Okay. Und du mir so. Nee, ihr gehört offensichtlich nicht zusammen. Ach hier, das war aber jetzt reiner Zufall. Nee? Nee? Guck mal, so kann man das Rätsel auch lösen. Einfach durch munteres Hin- und Herschieben. Du dahin und du dahin. So, die sind offensichtlich noch ein bisschen verschoben. Das heißt, wir drehen jetzt einmal. Ja, wie rum drehen wir denn? So, ne? Ja. Drehen wir das ganze Bild einmal. Zack. So. Das ist immer noch nicht gerade. Ich versuch's nochmal. Das können wir jetzt natürlich mehrfach machen. Gab es dazu schon irgendwie einen Hinweis? Ich glaube nicht, ne? Ah, es klingelt. Habt ihr die Fahrradklingel gehört? Jo, ist fertig. Hey. Und wir können durchgehen. So. Okay. Was ist denn das? Ja, hallo? Können wir dem. Der sieht nach was Hungrigem aus. Können wir dem die Bohne geben? Hallo? Wenn ich die Bohne in der Hand halte, dann macht er nichts. Oh, ach so, doch. Ach, okay. Geht schon. Was haben wir denn jetzt da eingesammelt? Keine Ahnung. So eine Art. Wie sieht so eine. Wie nach so einer Art Palette aus oder so, ne? Ja, ja. Maul. Okay. Ich möchte aber weiter nach oben gehen. Okay. Hier haben wir. Ach, die liebe Zeit. Ich hätte mir vielleicht auch ein realistischeres Spiel aussuchen sollen, hm? Ich nehme an, hier gehen wir wieder runter. Ja, schade. Okay. Schade. So, da ist ein Höschen. Können wir nicht nehmen. Die Pfanne auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Zolldrain. Eine Uhrzeit. Ja, wissen wir aber noch nicht, welche das sein soll. Nein. Ich wollte eigentlich den Pilz dort oben anklicken, aber das ist wohl nicht möglich. Okay. Mit der Figur hier können wir auch nichts machen. Was können wir denn hier mitmachen? Warte mal, haben wir nicht. Doch, wir haben doch einen Haken gesammelt. Vielleicht hilft er uns. Ja, guckst du. Ha! So. Müssen wir uns die Uhrzeit eigentlich merken? Es ist. Ja, 10.25 Uhr. Sagen wir mal 10.25 Uhr. So, okay. Was noch? Aha, da ist ein Perlenblatt. Siehst du, das hätte ich mal eben kontrollieren sollen, ne? Ob wir alle Blätter gesammelt haben. Oh, das kenne ich. Das ist nichts gut. Die hier unten sind voll. Die hier unten sind fest. Und ich nehme an, wir sollen die diese Dinger hier jetzt vertauschen, damit die. Ja, okay. Ja, nee, so war es wohl nicht gemeint. Hä? Ach so, man kann nur die großen miteinander vertauschen. Nee, wie geht denn das? Wie stellst du dir das vor? Können wir die da direkt da reinschieben oder wie? Nö. Hä? Oh ja, tatsächlich, direkt draufsetzen. Okay, alles klar. Gut, das ist ja leicht. Naja. So, okay. Vielleicht arbeiten wir uns nach und nach durch. Nee, das war's wohl nicht. Ein bisschen größer. Könnte passen. Gut, das hier ist nicht so kurz. Die Mache ist schon ganz gut. Hier, das könnte funktionieren. Nein, das echt nicht. Bist du sicher? Möchtest du lieber nochmal? Na gut. Nein. Ach, ich kann jetzt auch einfach loslassen können, ne? Und fertig wäre es gewesen. Was passt denn wohl da hinein?
Oder? Nein. Okay. Wird es ganz aufgehen? Ich denke mal, ne? So, hier war ein dickeres Ende unten. Nein. Nein, nein, nein. Das könnte. Nein, haben wir eben schon ausprobiert, ne? Hier. Ja, hey. So, was ist denn, sind denn noch markante Formen? Das hier finde ich ist noch markant. Das könnte. Nein. So kann man natürlich auch vorgehen. Nein, aber hier. Nee, auch nicht. Hier. Okay, so, ein tiefer Einstich. Pieks. Oh, das war's wohl nicht. Hier? Okay, ja. Wow. So, was machen wir jetzt? Das hier ist irgendwie auch eine markante Form. La 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 la. Nein, nein, nein. Nö. Nö. Es stellt sich heraus, das ist. Ach, hier. Nee. Das ist es nicht, ne? Nein, das ist es nicht. Gibt es eigentlich mehrere Lösungen? Also, ich meine, zum Beispiel, wenn ich den hier jetzt woanders hingesetzt hätte, dass die austauschbar wären? Wir werden es nie herausfinden. Also ich nicht, du vielleicht, du, der dieses Spiel noch vor sich hat, gerade in der Kaufentscheidung. Muss ich das nehmen? Ist das was für mich? Könnte das was für mich sein? Ja, wie soll ich sagen? Es gibt nur einen, der das entscheiden kann. Also bis jetzt ist es, ja gut, es ist halt eben sehr rätsellastig, ne? Also wenn du sowas magst, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige für dich. Ah, nee. Wenn du aber sagst, boah, weiß ich, hätte gern was mit mehr Action. Könnte sein, dass dieses Spiel nicht so ganz das Richtige für dich ist. Was jetzt keine Wertung ist, sondern völlig okay. Da hat ja jeder so seine eigenen Präferenzen, nicht wahr? So. Okay. Was haben wir denn hier? Das passt dahin. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht zum Zugucken jetzt nicht das Spannendste ist. Okay, ich räume es ja ein. Ja, schon gut. Ja, naja. Komm, wir sind ja auch gleich durch. Das hält sie noch aus. Zack. So, nee, nein, nein. Das Gute ist, es wird nach und nach leichter. Wann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß der Kuckuck. Was hat eigentlich der Kuckuck damit zu tun? So, das hier dahin, siehst du? Wow. Ich hab Lauf. Macht das eigentlich irgendwas mit den Farben? Wahrscheinlich nicht so, ne? So dass man sagen könnte, naja, die Farben sind ein zarter Hinweis darauf, was hier wohl passen könnte. Nee, hier vielleicht. Nein? Okay, ich probiere jetzt mal was anderes. Das hier ist doch irgendwie, ja, von dem, was noch vorhanden ist, markant. Na, siehst du. Das hier ist auch irgendwie, ja, nee, ja, vielleicht, nee. Okay. So. Das hier geht ganz tief rein. Ja. Nein. Probieren wir es aus. Nein. Dann müsste das. Na komm schon. Ich krieg dich ja doch hier sein. Ach so. Ups. Das war genauso geplant. Ehrlich, Leute. Das war genauso geplant. So. Hier. Tralalala. Und da. Und euch beide. Jawohl. Hey, was? Müsste ich mir das mal aufschreiben? Bestimmt, ne? Oh nein, es handelt sich um ein Rätsel, also um ein Adventure. Ihr wisst schon, mit aufschreiben. Das ist, ich habe ein, in meinem fortgeschrittenen, in meinem biblischen Alter. Okay, nee, schwarz, schwarz. Da kann man sich nicht mehr so viel merken. Durchsichtig. Durchsichtig, das ist da weg. Weiß. Okay. So, hier haben wir durchsichtig, schwarz, schwarz und weiß. Weiß. Okay, also eigentlich zweimal dieselbe Folge, kann das sein?
Kann ich da irgendwas mitmachen? Nö, nee, sieht nicht so aus. Was passiert, wenn ich den Button drücke? Nix. Macht das was? Oder ist das ein Hinweis auf ein Rätsel, das später noch kommen wird? Ach guck, das können wir uns nie ansehen. Sieh mal einer, guck. Na, obwohl, das haben wir ja dabei. Das kann ich vielleicht auch später noch nachgucken. Okay, so. Können wir uns die Sachen auch... Nee, die Sachen können wir... Halt! Hier gibt's was. Achso, das ist nur zum Verschieben. So, und die Bohne? Interessiert nicht die Bohne. Okay, alles klar. Gehen wir mal zurück. Wenn hier was anderes läuft, dann werden wir das schon noch mitkriegen. Okay. Was ich mal gerne machen würde, Map, um zu gucken, dass wir jetzt auch keine Dinger da übersehen haben. Siehste? Wir schreiten nämlich munter voran. Und diese Abzweigung nach links vorhin bei der Tür, kommen wir da eigentlich per Teleporter hin? Nee. Die Abzweigung, die haben wir nämlich schon versammelt. Ich hab's versammelt, ja, ich geb's ja zu. So, wir kommen zurück, lauft nicht weg. Wir amüsieren uns nur nochmal an anderer Stelle. Darunter. So, ja. Da ist der Wurm. Okay, wo geht's denn hier entlang? Zack, ein Blatt. Aber keins für uns. Da ist irgendwie. Da oben ist aber ein Blatt. Ha, guck. Also, Blatt, Maske, Mensch. Nee, halt, nee, ich will nicht. Was? Oh. Was? Das war jetzt so versehen. Aber okay. Ein Rätsel, ein Rätsel. Ah, zum Zusammensetzen, ne? Ja, das ist spitze. Können wir die Teile auch drehen? Verdammt, wir können sie drehen. Also die nächsten 20 Minuten könnt ihr überspringen. Das ist doch so. Okay. Ja, nein, passt aber nirgendwo hin. Da, guck. Ha! Ja, voll der Rätselprofi, du. Das würde ich mal sagen. Nee. Ach shit, ich hätte gedacht, das kommt da oben hin. Scheint aber nicht so zu sein. Es könnte... Lalala, ich hätte drauf gewettet, dass das... Na siehste, kommt doch dahin. Alter. Okay. Nee, ich hätte gerne erstmal was Größeres. Das hier drehen wir zweimal. Nein, so drehen wir es. Genau. Oh, da passt es gar nicht hin. Naja, gut. Okay, wo kann es denn noch hinkommen? Nein, so nicht. So nicht. So auch nicht. Okay, es scheint nicht hier hin zu gehören. Wo haben wir dann noch zwei Augen? Da haben wir noch zwei. Nee, das gehört aber auch nicht dahin. Nein. Es ist schade, dass man das nicht hier irgendwo ablegen kann. Ich glaube, das wird eher helfen. Aber sag mal, das hier. Nee. Nein, weiter. Ah, das war verkehrt. Aber hier könnte... Okay, schon gut. Gut, ich suche mir mal ein anderes, größeres Teil heraus. Oh, so kommen wir noch nicht weiter. Das würde ich jetzt mal sagen. So, und dann könnte das... Nein, könnte es nicht. War aber eine schöne Idee. So. Nö. Nö, auch nicht. Vielleicht, aber nö. Hä? Es wird schon eine Lösung geben, ne? Wir haben sie nur noch nicht gesehen. Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Lala. Oh nein, die überlagern sich auch noch. Oh, verdammt. Oh, das ist nichts gut. Das ist gar nichts gut. Das ist gar nichts gut. Okay. Also, ich korrigiere, ihr braucht nicht nur 20 Minuten überspringen. Überspringt die nächsten 3-4 Folgen. Halt. Ehe der Onkel das hier hingekriegt hat. Wenn es auch noch überlagernd ist. Habe ich jetzt gerade ins Mikro gepustet. Das tut mir leid. Das war... sehr ungezogen, Entschuldigung. Oh. Nein. Ich hätte ja... Nee,
warte mal. Nee, wird mir so kompliziert. Wir nehmen mal eines von diesen hier. So, das ist ja schon. Also es hat einen Mops und eine kleine Ausbuchtung und dann so zwei Dinger da oben. Das könnte irgendwie so hier hinpassen. Die Frage ist nur, lässt sich das. Nee, so nicht. So hätte ich gesagt. Hey, Teil 3. Eine Stunde später. Hey, Teil 3. Wow. So. Nein. So herum. Alles klar. Das hier scheint mir noch ein markantes Teil zu sein. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Hand, ne? Nö. Okay, hier müsste irgendwie so ein. So ein. Ja, nee, auch nicht. Nee. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Ich meine, das, so die Eingangsszenen sagten uns ja schon, dass das irgendwie so eine ziemlich fantasievolle Geschichte hier wird. Aber. Was ist das hier? So eine Maschine oder so? Keine Ahnung. Nein. Ach so, das muss ich vielleicht dazu sagen, wenn ihr meine Videos zum ersten Mal seht. Ich habe die Neigung, erstens viel zu quatschen. Das wenigste davon ist wirklich sinnvoll. Und ich neige auch dazu, wenn Dinge zu lange dauern, dass ich dann einfach mal die im geschnittenen Video zusammenschneide. Also schneller ablaufen lasse. Das könnte hier natürlich auch passieren. Halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Nee, das kann ja schon nicht sein. Verdammt. Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht so schwierig sein. Hallo? Also wenn es sich überlagert, ne, aber wohl nicht hier überlagern. Okay. Ah, Wasser. So, warte mal, und das gibt uns doch einen Hinweis darauf, dass dieses Ding hierhin gehört. Ja, es wird besser. Vielleicht sollte ich mal mehr darauf achten, wo die Dinge angreifen. Wie zum Beispiel hier. Da müsste ja das hier, ne? Ich glaube, so kommen wir schneller zum Ziel. Ja, ich habe so das Gefühl, das ganz dringende Gefühl, dass wir so schneller zum Ziel kommen. Hier stoppt es allerdings ein bisschen. Das da? Ja, cool. Okay. Schade, dass man sie nicht verlegen kann. Das da? Ach, okay, ja. Ich komme allmählich dahinter, wie diese Rätsel funktionieren. Okay. Ja. Bene. Man braucht hier bei Adventures ist es ja ganz oft so, dass du erstmal damit beschäftigt bist, wie funktionieren diese Rätsel, also nach welchen Mechaniken sind die aufgebaut. Wenn du das dann kapiert hast, dann wird es nur nicht einfacher, aber zumindest weißt du schneller, wie du Rätsel anpacken musst, damit sie dann funktionieren. So, das hier da oben hin. Hier hätte, würde ich da unten hinstopfen. Ja, gut. Passt.
Hier ist wieder so ein sich überlagerndes Teil. Super. Dann kommt das hier dahin. Okay. Das hier dorthin. Okay. Das hier. Ne, noch ein. Das hier dorthin. Ist hier irgendwie so. Das ist nur die Frage, das ist jetzt natürlich nur rund. Achso, gut. Ja, war ja doch einfach. Okay, hey, wir haben es geschafft. Aber was haben wir geschafft? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Da hätte es auch gestanden. Achso. Ne, wir können wir das eigentlich lesen? Hm? Ich übersetze mal kurz. Liebe Gäste dieses Hochzeitsfest, von diesem Hochzeitsfeste, ich habe Viecher hier drin. Ach nee, die sind nur auf dem Bildschirm. Okay, ich dachte schon, mein Obst ist vielleicht ein bisschen angegammelt bei diesen Temperaturen. Tada! Was haben wir denn da bekommen? Eine Lupe! Ach, okay. Können wir damit auch ungewöhnliche Dinge lesen? Hm, klappt super, wie ihr seht. Klappt super! Na, guck. Ja, da bin ich ja so froh, dass wir das jetzt... Aber er lässt mich gar nicht raus. Hätten wir tatsächlich irgendwas finden sollen? Nein! Nein. Das ist ja interessant hier. Und? Müssen wir uns irgendwas davon merken? Da ist ein Skelette. Ein kleines Mädchen. Die Humpty Dumpty. Das Piercing. Ach du liebe Zeit. Ein großes Auge. Ein Frosch. Nee, was ist das wohl? Ein Reptil mit Schal und Mütze. Okay, ja cool. Okay. Ja, zum Entdecken gar nicht so schlecht. So, jetzt will ich aber ganz gerne gehen. Können wir das hier auch verwenden? Warte mal, jetzt möchte ich das natürlich auch in aller Ausführlichkeit ausprobieren. Das bringt nichts und das bringt auch nichts. Müssen wir das merken? Blatt, Schweineschnauze, Mensch. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Okay, so, wir gehen mal zurück. So, ja. Okay, achso, halt. Erst Map gucken, jetzt dürften ja keine Blätter mehr da sein. Nee, genau, wir gehen jetzt hierher zurück. Ach so. Darunter und dann dort. Aber da war doch noch irgendwas mit Uhrzeit einstellen. War das wichtig? Bestimmt. Nach oben. Können wir hier etwas... Warte mal, das mache ich mal. Zack. Ich weiß, ich sollte eigentlich diese Aufnahme jetzt beenden. Aber... Ich habe gerade Spaß. Nee, nichts, was wir nicht sowieso schon sehen würden, ne? Okay. Nee, hat nichts, das müssen wir uns wohl nur merken. Dann merke ich mir das mal. 10.25 Uhr. 10.25 Uhr. Und dann würde ich sagen, nee, warte, halt, ich bringe uns erst hier unten hin. Dann weiß ich beim nächsten Mal gleich, wo es weitergehen soll. So, zack. Okay, alles klar, hier geht's weiter. Noch ein Kopf. Ein Kopf, den wir nicht nehmen können. Aber ein Blatt. Das Blatt. Okay, alles klar. Gut, also für dieses Mal vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Leaves the Journey. Auf Wiese gehen. Tschüss.